Oh. Andersrum, wenn sie mit dem gerade Schluss gemacht hat, sicher wäre ich mir da ja nicht mehr. Ah, ja. Guck mal, da ist die Pol. Ich geh mal kurz, ja? Grundsätzlich. Ist auch heute nicht mehr wiederkommen. Moin! Hallo Frau Meissner? Ich bin Herr Kellegen. Ach du Scheiße. Ich bin auch Herr Kellegen, schönen guten Tag. Hey Kellegen! Hast du gerade auch mir Meissner gesagt? Der eine hat sich wirklich angehört wie Meissner. Ja, ich kling wie Kavessa. Nee, ich nicht. Ey! Wenn ich wie Kavessa kling, kannst du nach Meissner klingen. Herr Rabe? Herr Rabe, wie alt sind Sie? 30.000. Aha, wie alt sind Sie? Warum? Ich denke, weil Sie eine Waffe tragen. Jo, ciao. Ja, das hat damit nichts zu tun. Sind Sie über 20? Könnte ich mal bitte Ihren Personalausweis sehen? Nix. Bitte gerne mal Ihren Personalausweis. Oh, danke. Und Sie, wie alt sind Sie? Kellegen? Ja, Sie tragen eine Waffe. Herr Kellegen, und dir so, wie geht's? Das ist eine Wasserpistole. Aber es geht nichts an. Nein. Ich will mir den einmal zeigen. Mal den Kreis zumachen, der darf ja nicht raus. Ich will mir den Personalausweis zeigen. Wie Eben. Ja? Du Affe, komm rüber jetzt hier. Aha. Weißt du, wie schön das ist, wenn Fahrzeuge Scheiben haben und die man einfach ganz nach oben machen kann? Warum haben Sie meinen Kollegen ins Fahrzeug gesetzt, Herr Rabe? Der sitzt da gar nicht, das ist eine Plastikkuppe. Was? Genau. Einen Kreis zu machen. Danke. Nein! Nein! Ach, Kellegen hat eh keinen Schlüssel und die Polizei hat leider keine Nothammer, tut mir leid. Ah, nee, warte, der VV kommt ja gleich hierher. VV? Ja, wir sind hier. Ah, ja, der VHC kommt gleich hierher. Warte mal, ich versuche mal Kontakt zu Ihrem Kollegen aufzubauen. Herr Kellegen? Ja, sehe ich genauso. Ach, du willst gar nicht raus, oder? Ach, guck mal, da ist Herr Schiller. Nee, der fährt weiter. Ah. Nee, er kann auch klopfen. Du versuchst eine Alter. Frau Sommer, so weit ist es schon, dass Sie angebetet werden. So angebetet? Geh ja, in die Kirche, wenn du ja, beten willst. Der Herr Rabe scheint hier. Herr Rabe knuddelt mich, das macht nichts. Achso, hab ich schon gemacht, Kellegen. Oh, darf ich Blumenmädchen sein, Kappa? Nein. Kappa? Oh. Aber ich kann Ihnen einen Blumenstrauß geben, wenn Sie möchten. Nee, brauche ich nicht. Der hat eh keine Freunde, boah, der hat ich wollte gerade sagen, eigentlich wollte ich noch einen bösen Spruch wiederbringen, aber wir dürfen seit neuestem Jahr keine Zivilisten mehr beleidigen. Ja. Beleidigung ist negativ Eintrag, wenn du mich beleidigst, kriegst du negativ keine Gier. Das gehört zu denen, außer es gibt mit dem zweiten. Herr Rabe, wenn Sie mich beleidigen, gibt es für Sie ein Ticket wegen Beleidigung. Ich bin mal gespannt, was jetzt bei meiner DRB rauskommt, weil ich die Nonne umgetasert habe. Nach dem neuen Katalog. Das ist eine Degradierung und so. 100 Pro, Herr Shepard macht jetzt eine DRB, warum auch immer, gegen mich auf, um mir härtere Strafen reinzudrücken, ich sag's dir. Ich hab ja so eine hässliche Nonne ins Gesicht getasert, weil die mir den Tod gewünscht hat. Aus dem Müdelix? Ja. Ja, das ist kein Wunder, hätte haben die auch verdient, muss man sagen. Die wollen immer Geld von mir. Ich hab der scheiß Kirche 100.000 gespendet. Jetzt sollen die mal ruhig ich sein. Ich hab dem Typen vielleicht auch vorm Season gesagt, wenn er mir nochmal oder irgendwem, der zu mir gehört, in irgendeiner Art und Weise und den Tod, dann schieße ich ihm ins Gesicht. Das steigt vielleicht Anfang, von der Gram und CSI daneben. Ach, von mir sind richtig schlau. Am Anfang war die Kirche noch sehr gut, aber ja. Ja, na ja, dann war's einmal. Mittlerweile werden sie etwas aufgefangen. Die Fahrer mit dem SL irgendwas rum. Fahrer sind da immer vorher mit diesem pinken Moped rumgefahren oder, ja, oder nicht? Damit fahren genau. Sie teilweise auch noch rum, ne? Was sagen? Ja, nee. Absolut nee. Nicht. Nee, wir müssen weiter dann auch, ne? Man sieht sich. Nee, ja, genau. Mit Spaß. Ja, mit Spaß. Spaß. Spaß im Kreis, ne? Ich wünsche Ihnen was. Herr Rabe? Gegen nix. Ihren Autismus, ne? Hilft auch nix. Boah. Soll ich Sie wieder Kavessa nennen? Kannst du gerne machen. Aber der hat sich doch wirklich klar, die Kavessa an. Da hat er auch mal besser geraucht. Der kann nichts dafür, dass der Noah Kellegen adoptieren musste, weil Mangold schwanger war. Was ihr das? Mal ist nicht ja, wollt ihr mal was wissen, Frau Sommer? Ja, was denn? Dass er Kavessa gesagt hat, ne? An der Kellegen, seid so ruhig, die sind mit dem Herrn Mangold zusammen. Ich verstehe sie nicht, Rabe redet so doll dazwischen. Rabe, jetzt mach mal Ruhe. Mama, komm zu. Wollen Sie mal was wissen? Ich hab Reifen ab. Nix. Ja, nee, das ist Reifen, die vielleicht gibt's nicht. Ja, dann, ne, wenn Sie Ihren Spruch nicht zu Ende bringen wollen, können Sie weiterfahren. Frau Sommer, Herr Kavessa meinte, nur weil wir so geile Stimmen haben, heißt das nicht gleich, dass die uns gleich das geil finden müssen. Nee.
Welche Stimmen werden sich zwei, das sind gleich anhören. Ja, sie finden uns einfach nur geil, sagen sie es doch. Oh, ja, geil, naja, ich weiß ja nicht. Schiebt sie im Notf. Herr Rabe. Schon traurig, wenn man Leute vertauscht, ne? Aber naja, muss ja jeder für sich wissen. Und einsteigen. Ja, danke. Haken. Wünsch Spaß. Tschüss. Ist ein Wanderer dabei. Gott, Maus, also ich würde Sie bitten, dass Sie mir am nächsten Geld nochmal 20.000 überweisen. Dreieck. Perfekt. Alles klar, dann überweisen Sie 20.000 und haben wir kein Problem. Ich fühle da wenn einen Dokument, ne? Sie sind gerade im Zug, ich denke, Sie fahren irgendwelche anderen, keine Schienenfahrzeuge, sondern Schienenfahrzeuge. Ja, ja, ich versuche nur den Herrn. Ich leg mir wieder eins zu. Perfekt, ich bedanke mich. Rabe, ich habe Beding 10.000 abgeknüpft. Ich habe das bei Adams auch gerade versucht, aber hat nicht geklappt. Oh, ja, warte, bei Adams gerade gar nicht. Was, Ducky? Lassen wir das jetzt gerade bei einer Verwarnung? Ja. Oder musst du mir direkt Geld abknüpfen? Nee, passt. Verwarnung. Ist der jetzt schon wieder? Er hat kein Warndreck dabei. Oh, nicht. Natürlich. Wenn ein Fahrzeug mit Sonderfallanlage hat. Ja, Adams, KFC-Kundensupport hier. Jetzt geht's schon wieder los. Ja, wir haben eine Bestellung im Wert von 10.000 bei uns aufgegeben. Die würde ich Sie jetzt einmal bitten, dass Sie mir die 10.000 überweisen, ja? Denk dran, dass du auch liefern musst. In was für ein Fahrzeug? Fahrzeug, hat er mir eben auch erzählt. Der ist von der Delfinshof Brandenburg. Oder bitte, was? Delfinshof Brandenburg, irgendwo im Ausland. Wo sind Sie nochmal? Delfinshof Brandenburg, haben wir noch niemand von gehört. Auch nicht, aber dann hat er mir so irgendwie versucht, weiß zu machen. Aber gut zu wissen, dass es sowas gibt in Deutschland. Die Karte. Mann, aber dann stelle ich schon wieder Penis auf die Karte. Kann man denn nur so sein? Nee, der hat gerade eine Kuh gemalt, der hat da meinen Namen reingeschrieben. Rammler! Ja, passt. Rammler! Wir müssen leider Ihren Dienst heute für eine Stunde quittieren. Sie sind außer Dienst gestellt wegen der Zeichnung auf der Karte. Sie haben eine Genehmigung von mir außer Dienst zu gehen, ja? Missbrauch von Einsatzmitteln. Rammler, wollen Sie sich bei mir entschuldigen? Ihre Zeichnung auf der Karte. Herr Rammler? Herr Rammler, ich weiß, das meinen gerne Ihre Eltern, aber das muss ja jetzt Ihnen so persönlich werden, ja? Warum hassen Sie jetzt den Herrn Adams? Was ist denn das hier für eine... Ach, Sie holen mich jetzt, Herr Rammler. Wissen Sie, wie man das nennt? Das nennt sich Instant Karma. Ich wünsche Ihnen was. Gibt es dieses Instant Karma zu kaufen? Das brauchen einige mehr Leute, glaube ich, hier. Herr Adams. Das wüsste. Ach, nee, ey. Also ich habe immer noch eine Bestellung beim KFC aufgeben, in Höhe von 10.000 Dollar. Ich würde Sie auch bitten, dass Sie mir jetzt einmal die 10.000 Dollar überweisen. Hat er sich gerade eine Kippe mit Händen auf dem Rücken angezündet? Ich glaube, das ist mal, ja. Nee, er macht das mit den Füßen, er nutzt das so mit den Füßen. Wird einmal hochgeschleudert. Er hat so eine Tasche am Schuh, wo er dann da das Zippo drin hat. Haben Sie gerade die Zeichnung von dem Herrn Rammler weggemacht? Ich würde jetzt Salut ziehen, weil ich noch einen Termin habe. Ja, kein Problem. Ja, dann würde ich einfach sagen, bis morgen, ne? Ja, schönen Feierabend dir. Schönen Feierabend, ne? Ciao.